Minau. Wir spielen heute wieder Need for Speed. Ich fahre mein 65er Mustang. Und ja, wir machen heute mit Eddies Challenge weiter. Und ja, da fehlt uns ja, also da müssen wir ja jetzt das fünfte Rennen spielen. Und ja, gucken wir uns mal eben an. Hier ist das. Wir teleportieren uns mal eben wieder dahin. Und dann geht das auch schon los, wenn das Spiel dann soweit geladen hat. Also ich habe mir jetzt in den letzten Tagen mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich denn, wenn Eddies Challenge jetzt Entschuldigung, abgefahren ist, was ich dann so machen möchte. Und ich denke, dass ich dann mal jeden Wagen fahren und tunen werde, um dann auch mal so ein Fazit zu bekommen. So, jetzt starten wir aber erstmal das Rennen. Und ich bin mal gespannt, wie sich der Mustang hier schlägt. Auf geht's. So. Ich hoffe, es läuft ein bisschen sauberer als in den letzten Rennen. Die waren ja zum Teil katastrophal. Oh, das sah doch schon mal ganz gut aus. Wow. Das ist ja. Also auch mit der Handbremse lässt er sich eigentlich ganz geil durch die Kurven bringen. Mit der normalen Bremse auch, aber so gerade die steilen Kurven, da haut er schon gut rein. Nice. Wow, verdammt. Ist einmal gegen die Mauer gesetzt. Aber läuft gut heute. Meine Fresse, herrlich. Welchen Wagen würdet ihr denn gerne als nächstes sehen? Also, oder in einem der nächsten Folgen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, falls ihr wisst, welche Wagen es gibt. Könnt ihr euch ja einen aussuchen. Ich habe ansonsten auch noch einen Ferrari Italia zurzeit in der Garage stehen. Und ach, verdammt, jetzt habe ich den Kopf nicht gesehen. Ja, oder spielt ihr selber Need for Speed? Dann schreibt doch auch mal in die Kommentare, welchen Wagen ihr fahrt. Oder welche Wagen ihr generell in eurer Garage habt. Das würde mich schon mal interessieren. Also ich bin bisher schon einige Wagen gefahren, unter anderem auch den Dodge Challenger und die, ich sag schon, die Dodge Viper. Also das ist schon brachial, was man aus der Viper und dem Challenger so rausholen kann. Das werde ich euch auch noch zeigen. Also die werde ich auch nicht verkaufen. Kann ich demnächst auch noch mal ein Video zu machen. Da ich mich bereits gesehen habe, dass die Viper wohl das schnellste Auto in diesem Spiel sein soll und der Challenger, ja, von der Leistung her, also die meiste Leistung im Spiel haben soll. Also bisher habe ich noch von nichts Schnellerem oder Leistungsstärkerem gehört und gesehen ebenso wenig. So, geschafft, herrlich. Das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt doch mal eure Meinung und Wünsche und ja, in die Kommentare. Schaut auch gerne auf Facebook oder Twitch vorbei. Die Links findet ihr wie immer wie in der Videobeschreibung. Und ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Ciao.